Herzlich willkommen bei Backstage im Kanal 21. Unten läuft bereits der Soundcheck für das Fernsehkonzert und ich sitze hier währenddessen mit Toja und Laurenz von Jailjob Eve. Hi. Hallo. Moin. Die allererste Frage, die irgendwie immer gestellt wird, lautet: Was hat es eigentlich mit eurem Bandnamen auf sich? Ist eigentlich eine ziemlich langweilige Frage, wie ich finde, aber gerade bei euch habe ich gefragt, was hat Jailjob Eve zu bedeuten? Also wir haben ein Anagramm erstellt aus unseren ersten zwei Buchstaben von unseren jeweiligen Vornamen. Also quasi V-I für Victoria, dann B-E für Benedikt, L-A für Laurenz, J-O für Josef und J-E für Jens. Und das dann zusammengemixt ergibt diese Wortkonstellation. Ihr macht bluesigen Hardrock und in der Presse finden sich immer wieder Begriffe wie ausdrucksstark, selbstbewusst, organisch, dynamisch. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben? Im Prinzip genau so, weil das was in der Presse, also wir sind vielleicht auch Meinung, die Presse von uns hat, aber in erster Linie würden wir uns natürlich selbst auch so betiteln. Also die Grundlage für das, was wir machen, ist bluesiger Rock, aber wir haben natürlich auch viele andere Einflüsse. Es ist mal balladiger und ja, mal geht es auch ein bisschen mehr gegen. Ja. Wie habt ihr euch jetzt als Band zusammengefunden? Wir sind vor 3,5 Jahren sind wir alle zwecks Studium nach Osnabrück gezogen. Also wir kannten uns vorher noch nicht. Genau, und studieren alle das Gleiche. Und ja, haben uns dann irgendwie mal bei Beno und Toja abends zum Bierchen trinken getroffen. Und dann kam irgendwie die Idee, dass wir uns ja mal in den Proberaum einschließen könnten und einfach mal so ein bisschen zusammen jammen. Und genau, dann hatten wir unsere erste gemeinsame Probe, die eigentlich nur als, ja, im Prinzip als Rumdaddeln gedacht war. Und dann haben wir gemerkt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. In der ersten Probe kam auch gleich der erste Song irgendwie. Und ja, es hat gepasst. Toja, du hast eine sehr kraftvolle Stimme. Hattest du Gesangsunterricht oder bist du einfach ein Naturtalent? Ich studiere Musik mit Hauptfach Popgesang und habe da natürlich auch dann Unterricht. Und ja, das ist jetzt seit, also wir sind beide, er studiert auch oder unsere ganze Band studiert eigentlich und wir haben uns so kennengelernt. Und ich bin jetzt im 4. Jahr, wir alle. Und genau, das ist sozusagen so, dass wir jetzt im Sommer unser Examen haben und dann hat man da quasi Abschlusskonzert auch nochmal mit der Band, ganz groß. Und genau, das heißt, ich habe jetzt seit 4 Jahren quasi Unterricht. Okay. Was inspiriert euch, wenn ihr eure Songs schreibt? Ich glaube, Inspirationen sind eigentlich bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich. Also erstmal natürlich Musik, die man selber hört. Aber ich glaube, dass es auch ganz andere Dinge sein. Also es klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen platt, aber ich glaube, dass das auch ganz andere Dinge sein können, wie, was weiß ich, Natur, irgendwie beeindruckende Natur oder irgendwelche Begegnungen mit irgendwelchen Menschen, die einen inspirieren oder so. Also ich glaube, die Inspirationsquellen sind da relativ breit gefächert, ja. Ich fand es ganz lustig, als ich eure Facebook-Seite abgecheckt habe, dass ihr häufig irgendwelche Videos hochladet, wo ihr zum Beispiel solche Veranstaltungen ankündigt oder euch so bedankt habt, wenn ihr so und so viele Likes bekommen habt. Ist euch diese Kommunikation mit euren Fans sehr wichtig? Ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie die Leute so als Personen irgendwie ticken irgendwie. Und
deswegen, also uns macht es, glaube ich, immer furchtbar Spaß, solche Videos zu drehen, weil wir einfach eine riesige Gaudi haben. Wir sitzen dann immer im Proberaum und drehen 10.000 Takes, bei denen wir uns furchtbar kaputt lachen und dann der letzte wird es dann irgendwie so und dann sind wir froh, dass wir das geschafft haben und so, aber ich finde, also mich würde das bei Bands einfach interessieren, deswegen machen wir das. Ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Danke. Wie geht's weiter mit euch? Eure erste EP Birds of Passage erschien Ende letzten Jahres. Wann gibt's neues Material? Soweit ich weiß, ist das so? Gehen wir nächstes Jahr ins Studio, um ein komplettes Album aufzunehmen? Sehr gut. Ja, genau. Ja. Genau, also und? Irgendwie Februar nächsten Jahres gehen wir wieder ins Studio mit neuen Songs und dann mal abwarten, wie lange es dann dauert, bis die Platte im Endeffekt rauskommt. Aber auf jeden Fall vielleicht Ende nächsten Jahres, würde ich denken. Aber live gibt es sowieso ständig neue Songs, weil wir immer am Schreiben sind. Und genau. Also live gibt es regelmäßig Neues zu hören. Ja. Okay, ich freue mich drauf. Vielen Dank für das Interview. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke auch. Und das war's mit Backstage im Kanal 21 mit Jail Job Eve. Und nun viel Spaß beim Konzert.